Sie gehört zu den schönsten Rallyes Europas. Sie ist die schönste Rallye der Alpen. Die berühmt beliebte Südtirol-Klassik hat ihren Ursprung in Schenna. Er ist der Cheforganisator, der Macher dieses legendären Oldtimer-Highlights, Tourismuschef Franz Innerhofer. Mit seinem 30-köpfigen Team und unzähligen Freiwilligen schickt er jedes Jahr über 100 Teams auf Südtirol-Rundfahrt. Das absolute Highlight auch heuer wieder, die große Dolomitentour. Die 33. Ausgabe startet im Dorfzentrum von Schenna, dem Geburtsort der Klassik. Hier schlägt das Oldtimer-Herz nicht nur bei den Veranstaltern, sondern auch bei Einheimischen und Gästen. Eine ganze Woche lang ist hier die Zeit zurückgedreht. Autos aus einer längst vergangenen Zeit. Manchmal millionenschwer, manchmal einfach nur schön anzuschauen. Wunderwerke aus Design und Technik. Was, hier habe ich ihn mitgebracht, erstmal meine schöne Frau. Und dann habe ich ihn mitgebracht, mein schönes Auto. Und gute Stimmung. Und ich habe ihn insbesondere mitgebracht, schönes Wetter. Ich finde, das ist schon eine Menge, oder? Es ist toll. Also Kompliment für Ihre Frau. Aber heute interessiert uns besonders Ihr Fahrzeug. Was ist das? Ein Austin Healey, ein 100-6 BN6. So heißt der Nummer. Lang, aber so ist es. Baujahr 58. Noch mehr? 6 Zylinder, 120 PS. Ja, das ist dazu zu sagen. Ein besonderes Schmuckstück auf hier diesen wunderschönen Pässen da. Auf was muss man ganz besonders Acht geben, wenn man auf diesen Straßen unterwegs ist? Temperatur im Auto, weil die englischen Autos sind gerade so für die Berge hier nicht gebaut. Von daher ist Temperatur ein wichtiges Thema. Da darf man nicht zu sehr, zu heiß, dann fängt er an zu kochen. Aber das kriegt man mit der Zeit so in die Finger und das Gespür, was man tun muss, um es zu verhindern, dass er kocht. Längst haben wir die Landstraßen im Tal hinter uns gelassen. Die ersten bleichen Gipfel und Massive der Dolomiten tauchen vor uns auf. Hinauf geht's über Brixen Richtung Blose, hinunter ins Villeneuve-Tal, weiter hinauf aufs Würzjoch. Hier machen sowohl Fahrer als auch Maschine einen ersten Zwischenstopp. Willkommene Abkühlung für beide. Auf der gesamten Etappe gibt es mehrere Zeitprüfungen. Einen vorgegebenen Streckenabschnitt in einer vorgegebenen Zeit zu absolvieren, scheint eigentlich eine einfache Sache, wäre moderne Technik erlaubt. Etwas kniffliger wird's, wenn man auf jedoch beinahe historische Messinstrumente zurückgreifen muss. Siegreich ist, wer Erfahrung und viel Gefühl mitbringt. Und natürlich das Glück, pannenfrei ins Ziel zu kommen. Im Ziel sind wir zum Glück noch lange nicht, denn für uns geht's endlich weiter, vorbei an herrlicher Landschaft, hinunter ins Tal und weiter zum Mittagstreffpunkt, auf der berühmten Jimmys Hütte, etwas unterhalb vom Gröner Joch im Valpadia. Ein Parkplatz voller Schmuckstücke. Den meisten geht es nach den ersten beiden Pässen immer noch blendend. Zwei oder drei haben bereits ihre Wehwehchen. Beim einen sind's die Bremsen, beim anderen die Motorkühlung. Ein längerer Stopp verschafft hoffentlich Abhilfe. Also man muss grundsätzlich bei den Bergen muss man immer auf Temperaturen achten. Also das gerade bei den Italienern ist es so, dass die teilweise schon ein bisschen Temperaturprobleme haben, gerade wenn du permanent einen Berg hinauffährst. Und das muss man schon immer im Auge haben. Also auch dann mal in höheren Gängen versuchen zu fahren und immer die Lüftung schön anlassen. Das ist wichtig. Und auch dann, wenn Pausen sind, mal zu schauen, wie es mit den Flüssigkeiten ist, grundsätzlich. Das Erste, was du wissen musst, ist natürlich die Bremsanlage. Die alten Autos bremsen ganz anders als moderne. Das andere ist, wir haben einen relativ langen Radstand, das heißt die engen Serpentinen, da musst du anders anfahren. Das ist schon eine gewisse Herausforderung für den Fahrer. Aber ich glaube, die haben wir ganz gut gemeistert und es hat sehr viel Spaß gemacht. Okay.
Mit der Umlaufbahn geht's hoch zur Jimmys Hütte. Dort angekommen, gibt's endlich das ersehnte kulinarische Highlight des Tages. Lokale Köstlichkeiten, eine Gaumenfreude für jeden. Hier hat endlich auch der sehr konzentrierte Rallye-Pilot die Gelegenheit, die traumhafte Landschaft zu bewundern. Denn nicht immer ist dies während der Fahrt möglich. Manchmal bedeutet so ein historisches Auto jede Menge Arbeit, auch während der Fahrt. Hoch über der Hütte thronen die berühmten Cheerspitzen. Das traumhafte Wetter macht daraus ein unvergessliches Bild zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Nach knapp 2 Stunden Pause brechen die ersten Piloten auf. Die Route führt nun über das Gröner Joch weiter zum Sellerjoch, umrahmt vom UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten. Was für ein Anblick! Ein kurzer Abstecher in die Nachbarprovinz Trentino, geht's durchs Fassatal wieder hinauf zum Carapaz. Berühmt für seinen smaragdgrünen See. Im Bozner Talkessel angekommen, fehlen noch ca. 30 Kilometer bis Schenna, dem Ausgangspunkt der Rundfahrt. Dort endet eine der schönsten Etappen bei der wohl großartigsten Oldtimer-Rallye der Alpen.